Donnerstagabend, herzlich willkommen zur Zeit im Bild 2. Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen ist stark gestiegen. 664 Menschen wurden seit gestern positiv getestet. Alarmstufe Gelb. Die Corona-Ampelkommission empfiehlt deshalb dem Gesundheitsminister, 4 neue Bezirke auf Gelb zu setzen. Linz wird grün. Zu den vielen neuen Fällen spreche ich mit Virologin Dorothee von Laar und Lungenspezialist Bernd Lamprecht. Verteilungsfrage. Zahlreiche EU-Staaten wollen Flüchtlinge aus dem abgebrannten Lager in Griechenland aufnehmen, Österreich aber nicht. Dazu ist die grüne Clubchefin im Parlament, Sigrid Maurer, zu Gast im Studio. Der schönste Platz auf Erden heißt ein neuer Dokumentarfilm über den kleinen burgenländischen Ort Pinkerfeld, der durch die Präsidentschaftswahl 2016 europaweit Bekanntheit erlangt hat. So hoch war die Zahl der Corona-Neuinfektionen nicht mehr seit dem 29. März. 664 positive Tests gab es seit gestern. Der 7-Tage-Schnitt steigt damit auf 411 Personen. Doch das Virus ist sehr ungleich verteilt. In einigen Bezirken steigt die Zahl der Infektionen besonders stark. Die Top 3 zurzeit: im Bezirk Freistadt haben sich im Schnitt der letzten 7 Tage 67 Menschen pro 100.000 Einwohner infiziert. In Wien ist diese Zahl schon auf 71,3 und damit auch so hoch wie schon lange nicht mehr. Spitzenreiter ist allerdings die Stadt Innsbruck. Dort sind mittlerweile 88 Menschen pro 100.000 Einwohner infiziert. All diese Zahlen sind die Basis, aber nicht die einzige Entscheidungsgrundlage für die Corona-Ampel. Heute Abend hat die Corona-Ampel-Kommission wieder getagt. Auf Orange hat man verzichtet, aber Innsbruck soll nun auch auf Gelb geschalten werden. Das war ja bereits seit einigen Tagen erwartet worden. Außerdem werden Schwarz in Tirol sowie die Bezirke Korneuburg und Wiener Neustadt ebenfalls gelb. Linz wird dafür wieder grün werden. Außerdem soll österreichweit die Maskenpflicht in allen Geschäften kommen und Veranstaltungen wieder eingeschränkt werden. Über die aktuelle Corona-Lage berichten Konstanze Ertl und Harald Jungertmeier. Wenn die Corona-Ampel umspringt, wird es in Innsbruck kein böses Erwachen geben. In der Tiroler Landeshauptstadt hat man sich schon auf Gelb eingestellt. Mit der gelben Corona-Ampel kommt auch eine Maskenpflicht in allen Geschäften. Das finden die meisten hier heute gut. Damit habe ich kein Problem. Wenn man krank wird, da hat man ein Problem. Ich befürworte es, dass das wieder gemacht wird. Weil die Leute sind schon ein bisschen zu sorglos, kommt mir vor. Es könnte schlimmer sein. Es könnte wieder sein, dass wir eine Ausgangssperre haben zum Beispiel. Und deswegen denke ich mir, setze ich mir lieber die Maske auf und kann ausgehen und in alle Geschäfte gehen. Mich trotzdem nur mit meiner, also trotzdem nur meine Familie sehen. Auch in Wiener Neustadt in Niederösterreich wäre alles andere als die Umstellung von Grün auf Gelb eine Überraschung. Ich sage immer, wenn alle Leute aufpassen würden, dann hätten wir wahrscheinlich immer Grün. Aber es ist besser Gelb, als es breitet sich wieder so aus. Naja, gewisse Maßnahmen müssen durchgesetzt werden, auch wenn es uns nicht gefällt und wenn wir uns in unserer Freiheit vielleicht eingeschränkt fühlen. Selbst der Bürgermeister nimmt die Umstellung der Ampel gelassen. Es gibt Kriterien, nachdem die Ampel eingeteilt wird. Und wenn wir gelb sind, sind wir gelb und werden uns danach richten. In Wien hat man die steigenden Infektionszahlen bis vor kurzem noch mit der großen Anzahl der Tests erklärt. Heute fordert aber auch der Wiener Gesundheitsstadtrat wieder strengere Corona-Maßnahmen. Dass die Ampel in Wien von Gelb auf Orange umspringt, will er sich nicht ausdrücklich wünschen, aber... Wir brauchen wieder klare Spielregeln, was das Masketragen betrifft. Wir brauchen wieder Spielregeln über die Frage, wie viele Menschen können zugleich am gleichen Ort sein. Und darüber muss man heute in der Kommission beraten. Die rechtlichen Grundlagen für die Maßnahmen, die mit der Corona-Ampel verbunden sind, fehlen immer noch. Sie sollen mit dem neuen Covid-Gesetz erst in 2 Wochen im Parlament beschlossen werden. Das ist wohl mit ein Grund, warum sich zwischen Innsbruck und Wiener Neustadt auch kritische Stimmen finden. Es ist so nichts Logisches dahinter. Da ist das verboten, da ist das, darf man wieder. Also eine Logik für mich überhaupt nicht begreifbar. Ich glaube, dass wir wieder vom Alltag zurückkehren sollten, so wie es einmal war wieder, dass das vielleicht wieder mal kommt. Da wird er noch warten müssen. Stattdessen geht es in die andere Richtung. Wie nach der Sitzung der Ampelkommission am Abend bekannt wurde, sollen Veranstaltungen in ganz Österreich wieder eingeschränkt werden. Im Freien soll die Teilnehmerzahl bei zugewiesenen Sitzplätzen auf 5.000 beschränkt sein, in Innenräumen auf 2.500. Auch die Maskenpflicht in Innenräumen soll ausgeweitet werden. Gelbe Maßnahmen also auch dort, wo die Corona-Ampel eigentlich grün bleibt.
Darüber wollen wir jetzt mit den Expertinnen und Experten sprechen. Im Studio begrüße ich die Virologin Dorothee von Laar von der Uniklinik Innsbruck. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und in Linz begrüße ich Bernd Lamprecht, den Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde an der Kepler-Universität Linz. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ich möchte gerne mit Ihnen beginnen, Frau Dr. Laar. Die Zahlen steigen in den letzten Tagen wieder sehr stark an. War damit in diesem Ausmaß zu rechnen? Ja, also sobald man lockert, muss man auch mit steigenden Zahlen rechnen. Man ist ja sehr viel entspannter geworden, es war sehr viel mehr Reisetätigkeit, also ganz unerwartet war es eigentlich nicht. Aber diese Lockerungen gibt es ja nun schon sehr viel länger, also die gibt es schon den ganzen Sommer über, dennoch steigen die Zahlen. Jetzt haben Sie dafür eine Erklärung? Ja, angefangen hat es ja mit den Clustern von den Rückkehrern aus dem Urlaub, die haben ja da gestartet und ich denke, allgemein werden die Leute halt auch nachlässig mit der Zeit. Und ich sehe es auch, wenn man so um sich schaut, dass die Leute nicht mehr sich ganz so streng dran halten, nicht mehr ganz so die Abstände halten. Und ich glaube, da ist eine gewisse Nachlässigkeit auch in der Bevölkerung jetzt eingetreten. Man wiegt sich in falscher Sicherheit vielleicht. Lässt sich diese Entwicklung auch wieder sehr schnell stoppen oder glauben Sie, wird das jetzt noch einige Tage, Wochen so weitergehen? Die Maßnahmen scheinen mir eigentlich vernünftig zu sein, um das zu stoppen. Es müssen sich nur jetzt alle dran halten. Also das wäre wichtig. Herr Dr. Lamprecht, das heißt ja zurzeit immer, die Fallzahlen steigen, aber das heißt für das Krankenhaussystem, für die Kliniken noch nichts Schlimmes, denn die Hospitalisierungen, wie das ja dann heißt, seien zurzeit noch nicht so hoch. Stimmt das auch tatsächlich? Haben Sie bei Ihnen in Linz noch immer leere Stationen? Nun, leere Stationen haben wir nicht, aber richtig ist, dass anders als im Frühjahr die Rate derer, die eine Krankenhausbehandlung brauchen, entschieden niedriger ist. Es hat damit zu tun, dass augenblicklich vor allem jüngere Menschen zu den Infizierten gehören. Der Altersschnitt ist um die 30, während das im Frühjahr ein Altersschnitt von ungefähr 50 gewesen ist. Das heißt, wir haben im Moment von all jenen, die in Österreich positiv getestet bzw. infiziert sind, nur etwa 5% in Spitalsbehandlung. Und das macht natürlich eine, wenn man so möchte, entspannte Situation oder eine grüne Ampel, zumindest für die Spitäler. Aber wenn diese Menschen dann zurückkommen von ihrem Urlaub, diese jungen Menschen, dann könnte es ja auch sein, dass die ihre Eltern, ihre älteren Angehörigen auch wieder infizieren. Alle Maßnahmen sind ja auch darauf ausgerichtet, das Spitalsystem nicht zu überlasten. Wie stark müssten denn die Zahlen steigen, damit Sie sich wieder Sorgen machen müssten für Ihre Kliniken? Nun, das hängt davon ab, welche Gruppe eben hier betroffen ist. Mich würden 100 Neuerkrankungen pro Tag, wenn es Seniorenheime betrifft, sehr erschrecken. Mich erschrecken aber einige 100 nicht, wenn es junge Menschen betrifft, die mit hoher Wahrscheinlichkeit einen milden oder sogar asymptomatischen Verlauf haben. Wir werden uns an höhere Zahlen leider gewöhnen müssen. Wir dürfen sie allerdings nicht aus dem Ruder laufen lassen. Israel hat heute 4000 Neuerkrankungen verzeichnet. Das wäre ein Grund zu echter Besorgnis. Wir kommen mit einigen 100 momentan aus medizinischer Sicht, wenn es sich um Menschen handelt, die nicht alle medizinische Hilfe im Krankenhaus brauchen, gut zurecht. Aber grün bedeutet nicht, alles ist bestens, freie Fahrt, sondern grün bedeutet auch bei der Corona-Ampel nur, wir haben es noch unter Kontrolle und müssen sehen, dass wir das auch weiterhin tun. Frau Dr. Laar, die Corona-Ampel-Kommission sagt ja selbst, man achtet eben nicht nur auf die Fälle der Neuinfektionen, sondern hat da vier Parameter festgelegt. Aber auf welche Zahlen schauen Sie denn ganz genau, um zu wissen, wie sich diese Pandemie jetzt noch weiterentwickelt? Welche Zahl ist für Sie die wichtigste in diesem Herbst? Sehr wichtig ist, wie viel Prozent der Fälle wirklich nachverfolgbar sind und wie viele unklaren Ursprungs sind. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Wir hatten ja noch vor 2-3 Wochen eine Menge Cluster, deren Quellcluster, also deren Ursprung im Ausland lag, wo wir im Grunde nur die Auswirkungen hier gesehen haben. Jetzt sehen wir sehr viele lokale Cluster, das heißt Cluster, die selbst in Österreich entstanden sind. Das ist natürlich sehr viel bedenklicher als eins, wo der Ursprung eigentlich schon im Ausland war. Und diese Zahl der Cluster steigt. Und was mich auch irritiert, ist doch diese weite Verbreitung in ganz Österreich. Es ist doch zwar so, dass wir Hotspots haben, aber eigentlich überall auch kleinere Feuerchen sozusagen auftauchen, die man alle gleichzeitig austreten muss, um mal das Bild zu benutzen. Das ist natürlich für die Gesundheitsämter, das alles nachzuverfolgen, eine enorme Aufgabe. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung jetzt.
die große Sorge quasi aller Verantwortlichen war immer der Herbst und der Winter. Jetzt sind wir eigentlich noch im Spätsommer. Es wird 30 Grad haben. Die Menschen können die Zeit noch sehr gut draußen verbringen. Es ist leicht, nicht zu viel Zeit in geschlossenen Räumen zu verbringen. Das wird alles noch viel schlimmer. Wenn die Zahlen jetzt schon so steigen, muss man nicht davon ausgehen, dass das sehr, sehr schnell sehr viel drastischer wird, wenn die Temperaturen wieder sinken. Ja, also ich finde, wir haben nicht sehr viel Reserve mitgebracht aus den ganzen Maßnahmen in diesem Sommer. Die Schulen starten jetzt. Das macht mir noch mit besonderer Sorge, dass dann wieder die Schulen und die Familien darunter leiden müssen, dass Schulen wieder geschlossen werden müssen. Ich kann nur sagen, Reserve haben wir nicht. Wir müssen ein bisschen Reserve haben für den Winter, für die geschlossenen Räume, für die Grippesaison. Und wir brauchen jetzt unbedingt ein stringentes Befolgen der Regeln der Erwachsenenbevölkerung, damit wir es nicht wieder an den Kindern sozusagen auslassen. Und auch nicht am Ende, dass wir, also am Anfang der Pandemie war es ja so, dass erst tatsächlich auch die Jüngeren infiziert waren und es dann auf die Älteren übergeschwappt ist. Jetzt sind es wieder die Jüngeren. Und das möchte man eigentlich nicht nochmal sehen, dass es jetzt wieder auf die Älteren überschwappt. Vielleicht kann man es verhindern, weil ich sehe, dass gerade in der älteren Bevölkerung habe ich den Eindruck, sich eher dran gehalten wird als bei den Jüngeren. Aber auch die Jüngeren sind mit für die Älteren verantwortlich und auch für die Kinder und sollten da auch ihre Verantwortung übernehmen. Ja, Dr. Lambrecht, man hat bei der Behandlung der Covid-19-Patienten wahnsinnig viel dazugelernt in den letzten Monaten. Ist es überhaupt noch so, dass sehr viele Menschen, die schon diesen großen Sprung machen und in ein Spital kommen müssen, um dort behandelt zu werden, dann auch noch weitergehen müssen in die Intensivstation? Oder sind die Krankheitsverläufe so leicht, dass die Intensivstationen jedenfalls noch sehr weit außer Reichweite sind, dass die übervoll sind, dass wir solche Bilder, wie wir sie im März in Italien hatten, in Österreich realistischerweise über den Winter gar nicht sehen werden? Reduziert hat sich eben tatsächlich die Anzahl der Personen, die in ein Krankenhaus kommen muss, aber gleich geblieben ist der Prozentsatz jener, die dann eine intensivmedizinische Behandlung brauchen, nachdem sie einmal eine Krankenhausbehandlung begonnen haben. Etwa jeder Fünfte, der sich in Krankenhausbehandlung begeben muss, braucht im Laufe seiner Behandlung tatsächlich auch intensivmedizinische Betreuung. Dieser Prozentsatz ist sehr stabil in Österreich, vom Frühjahr bis jetzt. Wir haben aber viel dazugelernt, das haben Sie richtig angesprochen. Wir wissen natürlich, welche Medikamente wir in schwierigen und komplikationsbehafteten Situationen heute einsetzen können. Wir werden auch in den kommenden Monaten zweifellos noch viel dazulernen. Aber wir müssen die Bevölkerung darauf aufmerksam machen, dass noch 6 sehr schwierige Monate vor uns bestehen und dass wir erst mit einer Impfung im Frühjahr für Risikogruppen eine erste, wirklich nachhaltige Abhilfe schaffen können. Jetzt kennen Sie die Situation in Oberösterreich, wo Sie unterrichten und arbeiten, sehr, sehr gut. Ganz Oberösterreich ist jetzt wieder, zumindest laut Empfehlung der Corona-Ampelkommission, grün. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das Virus in Österreich so unterschiedlich verteilt ist, warum es in Innsbruck und in Wien so stark ist, aber eben in Oberösterreich dann doch deutlich weniger? Naja, Oberösterreich hat hier schon eine wechselvolle Geschichte gehabt. Wenn Sie zurückdenken an Anfang Juli, da war Oberösterreich durchaus ein Hotspot und wir mussten sogar zu drastischeren Maßnahmen greifen, um das wieder in den Griff zu bekommen. Natürlich hat es mit den Ballungsräumen zu tun, wo sehr viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, wo es viel öffentlichen Verkehr gibt. Aber wir dürfen nicht unterschätzen, dass es auch außerhalb der Ballungsräume ein wesentliches Infektionsrisiko gibt. Schließlich gibt es viele Pendler, die aus den Ballungsräumen auch hinaus in andere Regionen jeden Tag fahren und dieses Risiko natürlich mit sich nehmen. Jetzt gibt es diese Pendler, wie Sie schon angesprochen haben, eben rund in den Bezirken rund um die großen Städte. Quasi große Teile Niederösterreichs sind in Wirklichkeit nur Vororte von Wien. Das geht in den Norden, das geht in den Süden. Macht es eine bezirksweise Unterscheidung bei der Corona-Ampel da tatsächlich Sinn, wenn all diese Menschen jeden Tag nach Wien einpendeln zur Arbeit oder vielleicht ins Theater fahren oder zu einem Konzert oder in ein Kino gehen? Nein, aus meiner Sicht nicht. Es ist zwar schön zu sehen, dass die Corona-Ampel und die Indikatoren, die diese Ampel steuern, so feingliedrig sind, dass sie auf Bezirksebene durchaus unterschiedliche Schattierungen oder Farben anzeigen können, aber das ist letztlich für die Bevölkerung nicht nachvollziehbar oder einhaltbar. Denn beim Pendeln von einem Bezirk in den anderen, mal die Maske beim Einkaufen zu verwenden und mal nicht, das wird nicht dazu beitragen, dass wir die Österreicherinnen und Österreicher über die nächsten Monate zu einer konsequenten Beibehaltung dieser Maßnahmen Händehygiene, Abstand und Mund-Nasen-Schutz motivieren können. Frau Dr. Lahr, in Innsbruck, wo Sie unterrichten, sind die Fälle in letzter Zeit sehr stark gestiegen. Gibt es etwas, wo Sie sagen, das ist da schiefgelaufen, das könnte man von Innsbruck lernen?
Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht erklären, warum gerade Innsbruck jetzt wieder so ein Hotspot ist. Tirol hat eigentlich sehr viel gelernt aus der Anfangsphase. Die Nachverfolgung der Cluster und auch die Überwachung der Quarantäne funktioniert eigentlich sehr gut, was ich so übersehe. Und auch die Testkapazitäten sind ja pro Einwohner am höchsten in Tirol von ganz Österreich. Ich kann mir das momentan nicht erklären. Vielleicht war es das schlechte Wetter, da sind sie alle reingezogen, die Studenten, ich weiß es nicht. Also ein bisschen Zufall ist immer auch dabei. Ja, ein bisschen Zufall ist auch dabei. Wir hatten ja auch sehr kalte Tage, so vor 10 Tagen. Vielleicht hat das einen Einfluss gehabt. Ich weiß es nicht genau, wie das kommt. Wir haben natürlich immer ein paar Cluster gehabt, dieses Kulturzentrum und dieses Flüchtlingsheim, die immer noch nicht ganz kontrolliert sind. Aber genau kann ich es mir auch nicht erklären. Frau Dr. von Laar, Dr. Lamprecht, vielen Dank für den Besuch im Studio und schönen Abend. Dankeschön. Fast 13.000 Menschen waren bis vor wenigen Tagen im Flüchtlingslager Moria in Griechenland untergebracht, unter katastrophalen hygienischen Bedingungen. Dann brachen im Lager mehrere Feuer aus. Die griechische Regierung sagt heute, dass die Feuer von Flüchtlingen gelegt wurden. Deutschland und Frankreich haben angekündigt, minderjährige Flüchtlinge aufnehmen zu wollen. Auch die Niederlande und ihr konservativer Premier Mark Rutte haben der Aufnahme von 100 Menschen zugestimmt. In Österreich ist die Aufnahme hingegen weiterhin stark umstritten. Die ÖVP ist strikt dagegen. Die Grünen würden gerne, scheitern aber an der Koalitionsdisziplin. Markus Blecher und Patrick Ruska. Erneut Flammen im griechischen Flüchtlingscamp Moria. In der Nacht auf heute brennen jene Teile, die vom ersten Feuer am Dienstag verschont geblieben sind. Tausende sind obdachlos, viele Menschen kampieren in improvisierten Zelten auf den Straßen, andere versuchen das zerstörte Lager wieder aufzubauen. Bewohner aus anliegenden Nachbarorten blockieren heute die Straßen zu dem zerstörten Camp, sie wollen einen Wiederaufbau verhindern. Ein Teil der obdachlosen Flüchtenden soll auf diesem Schiff unterkommen, ans Festland werden sie aber nicht gebracht. 400 unbegleitete Minderjährige wurden nach Thessaloniki geflogen, sie sollen in mehrere EU-Staaten verteilt werden. Für die restlichen knapp 12.000 gibt es bisher keine Pläne. In Österreich sorgt unterdessen das Nein der türkis-grünen Bundesregierung zur Flüchtlingsaufnahme für breite Kritik bei NEOS und SPÖ. Auch der Bundespräsident meldet sich heute via Twitter zu Wort. Geflüchtete Menschen in Moria und besonders Kinder ohne Eltern brauchen jetzt unsere Hilfe. Europa und Österreich hat, da bin ich zuversichtlich, die Größe und Menschlichkeit, jetzt das Richtige zu tun. Es sind genau jene Momente, die uns zeigen, in welchem Europa wir leben. Und auch bei den Grünen intern gibt es Kritik. Der ehemalige Nationalratsabgeordnete Harald Walser erwartet sich von seiner Partei ein härteres Entgegenhalten gegen den Koalitionspartner ÖVP. Es gibt natürlich innerhalb einer Regierung vielerlei Möglichkeiten, Druck zu machen. Es müssen viele Beschlüsse gefasst werden im Ministerrat. Und ich glaube, es ist durchaus an der Zeit, hier zu sagen, das hat für uns Priorität. Menschenrechte gehen über alles. Die EU hat dankend den Friedensnobelpreis entgegengenommen und zeigt jetzt den Flüchtlingen die kalte Schulter. Das kann es nicht sein. Auch die Caritas, die selbst auf Lesbos Hilfe vor Ort leistet, zeigt sich von der Bundesregierung enttäuscht. Es muss beides möglich sein, Grenzen zu schützen und Menschen zu schützen. Und es geht darum, eine überschaubare Anzahl aufzunehmen. Hier haben sich ja auch etliche Bürgermeister unterschiedlicher Couleur öffentlich geäußert. Etwa auch ÖVP-Bürgermeister von Lustenau, von Neumarkt in Oberösterreich, aber auch von der SPÖ, wenn ich an Bad Ischl denke, oder Trumau in Niederösterreich. Also hier gibt es auch innerhalb der ÖVP, aber insgesamt einen breiten Konsens bzw. Diskussion, dass es hier einen Beitrag Österreichs braucht und dass das jetzt ein Gebot der Stunde ist. In der gestrigen ZIP-2 argumentiert Außenminister Schallenberg, würde man den Flüchtlingen helfen, würden sich noch mehr Menschen nach Europa aufmachen. Ein sogenannter Pull-Effekt würde entstehen. Einen solchen gäbe es, so sind sich NGOs und Migrationsexpertinnen und Experten einig, aber nicht. Es hat im Jahr 2016 ein Relocation-Programm aus Griechenland in andere europäische Länder gegeben. 20.000 Geflüchtete sind damals in andere europäische Länder übersiedelt. Aber ganz klar war, es hat nicht zu einem Anstieg der Neuankünfte geführt. Das heißt, weder die Erfahrungen noch empirisch lässt sich dieses Argument bestätigen, sondern in Wirklichkeit, es ist nicht passiert. Der französische Präsident Macron und die deutsche Bundeskanzlerin Merkel kündigen heute an, zumindest die 400 Minderjährigen aufnehmen zu wollen. Deutschland und Frankreich werden sich daran beteiligen. Ich hoffe, einige andere Mitgliedstaaten auch. Noch am Abend verkünden die Niederlande, dass sie alleine 100 Flüchtlinge aus Moria aufnehmen werden. Nach den bisherigen Aussagen der ÖVP wird es solche Ankündigungen aus Österreich nicht geben.
Vizekanzler Werner Kogler haben wir heute eingeladen. Er wollte nicht kommen, aber die Klubobfrau der Grünen, Sigrid Maurer, darf ich jetzt auch von mir im Studio begrüßen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Frau Maurer, der Außenminister hat gestern gesagt, dass, Zitat, Geschrei nach einer Verteilung sei keine Lösung. Er warnt vor einer Kettenreaktion. Stattdessen schickt Österreich Decken und Geld nach Griechenland. Haben sich die Grünen in der Bundesregierung eigentlich in den letzten Tagen dafür eingesetzt, auch Menschen aus Moria aufzunehmen? Selbstverständlich haben wir das getan und ich muss auch sagen, ich habe in den letzten Monaten den Außenminister kennengelernt und ich bin doch etwas erschrocken über dieses Wording gestern. Also wir Politikerinnen sind dazu da, Lösungen zu finden und eine Verteilungslösung wäre eine Lösung und hier von einem Geschrei zu sprechen, das halte ich für einen Außenminister für nicht würdig. Sie sagen, Sie haben sich in der Regierung dafür eingesetzt, aber wann genau war das? Das Kanzleramt hat mir heute auf Anfrage gesagt, es habe kein Gespräch zwischen dem Bundeskanzler und dem Vizekanzler zu diesem Thema gegeben. Im Ministerratsprotokoll finde ich keinen Punkt dazu und auch der ÖVP-Klubobmann hat mir heute gesagt, Sie hätten nicht mit ihm darüber gesprochen. Wo genau haben sich denn die Grünen jetzt dafür eingesetzt? Also erstens haben wir gestern im Ministerrat sehr wohl darüber gesprochen. Leonore Gewessler, die auch BM Dorstep dazu gesprochen hat, hat angekündigt. Vor dem Ministerrat? Im Ministerrat, im Sitzungssaal im Ministerrat. Wir sind laufend in Gesprächen. Ich habe auch gestern mit zu Gust Wöginger gesagt, darüber werden wir sprechen müssen. Wir haben am Montag jetzt eine Sondersitzung und wir sind laufend in Diskussion mit der ÖVP. Wir beißen da leider auf Granit. Wenn man sich die Aussagen vom Herrn Blümel anhört, merkt man, da ist jemand im Wahlkampf. Also das unterscheidet sich kaum mehr von der FPÖ. Und auch die Aussagen von Außenminister Schallenberg gestern hier in der Sendung waren absolut nicht in die richtige Richtung. Aber Sie sagen, die Grünen sagen immer, die ÖVP sei nicht zu überzeugen. Aber haben Sie es tatsächlich gut genug probiert? Wir sind laufend dabei. Sie hören ja die Aussagen der ÖVP, aber ich glaube, dass da der Druck schon noch steigen wird. Es wird auf europäischer Ebene sich etwas bewegen. Es bewegt sich jetzt schon sehr viel. Also jetzt vor wenigen Minuten ist die Nachricht gekommen, dass Mark Rutte, der sich bis jetzt immer dagegen gestellt hat, Flüchtlinge aufzunehmen, welche aufnehmen wird. Er wurde überzeugt Merkel, von seinem Koalitionspartner, Macron, muss man dazu sagen. Er hat angekündigt, das zu tun. Es braucht eine solidarische europäische Lösung und Österreich wird sich daran beteiligen müssen. Sie haben gesagt, es brauche mehr Druck, um die ÖVP zu überzeugen. Sie hätten ja auch die Möglichkeit, mehr Druck auszuüben. Im Regierungsprogramm gibt es den Modus zur Lösung von Krisen im Bereich von Migration und Asyl. Das klingt so, als würde es ziemlich gut passen. Warum aktivieren Sie diesen denn nicht? Herr Thür, Sie wissen, auch wenn wir im Parlament für einen solchen Antrag stimmen würden, gäbe es keine Mehrheit dafür. Wir brauchen die ÖVP, um hier diesen Schritt setzen zu können. Und ich glaube, aber die Abstimmung im Parlament ist ja erst der allerletzte Punkt in diesem Modus zur Lösung von Krisen. Da gibt es zuvor Gespräche im koalitionsinternen Koordinierungsprozess. Da gibt es davor zum Beispiel auch ein Gespräch zwischen Vizekanzler und Kanzler. Ja. All das gibt es zurzeit nicht. Oh ja, sicher. Vizekanzler und Kanzler sprechen täglich miteinander. Der Koalitionsausschuss wird auch eingesetzt? Koordinierungsausschuss. Koordinierungsausschuss. Soweit sind wir hier nicht. Wir sprechen mit der ÖVP und es ist, wir merken ja, die Lage in Moria ist dramatisch. Sie war dramatisch über die letzten Monate. Sie ist jetzt noch dramatischer geworden und andere Länder und viele Institutionen, Sie haben sie zitiert, sind dafür, dieses Leid zu beenden und Flüchtlinge aufzunehmen. Die ÖVP ist hier offensichtlich im Wien-Wahlkampf. Das heißt, es gestaltet sich offensichtlich schwierig bei den Tönen, die Sie hier anschlagen, die absolut nicht unserer Haltung entsprechen. Aber es wird sich in den nächsten Monaten auch auf EU-Ebene etwas bewegen. Und dem wird sich auch die ÖVP nicht entziehen können. Aber wenn Sie es alleine entscheiden könnten, wie viele Menschen würde Österreich aus Moria aufnehmen? Es geht gar nicht um die grundsätzliche Frage, wie viele. Es ist ja, das hängt auch davon ab, wie viele, was andere Länder tun. Es geht grundsätzlich um die Frage, ob wir bereit sind, Menschen in Not zu helfen. Und das sind wir. Das ist unsere menschliche Verpflichtung. Das entspricht unserer Wertehaltung. Und dementsprechend setzen wir uns. Aber in Moria waren fast 13.000 Flüchtlinge. Da ist ja die Zahl schon auch sehr wichtig, ob Sie jetzt einige wenige Dutzend aufnehmen oder ein paar Hundert aufnehmen wollen. Selbstverständlich. Aber das ist eine Frage des restlichen, also es ist eine Frage der europäischen Verteilung. Es wird eine Diskussion darüber geben, wie jetzt insgesamt damit umgegangen wird, auch wie Griechenland damit umgeht. Und das wird man dann sehen. Ja. Aber jetzt geht es zuallererst mal um 400 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Würden Sie nur diese aufnehmen oder würden Sie auch die vielen tausend anderen Flüchtlingen in Moria eine Perspektive in Österreich bieten? Also die Grundschwierigkeit ist ja hier,
Das sind Menschen, die haben ein Verfahren laufen und wir müssen sicherstellen, dass sie während dieses Verfahrens menschenwürdig untergebracht sind. Und das bezieht sich nicht nur auf die 400 Unbegleiteten, sondern auf Familien, auf Mütter, auf alle, die hier ein Verfahren laufen haben. Und es gibt auch Möglichkeiten, das auszugestalten. Aber da sagt Griechenland bei Ihnen, die nicht diese 400 unbegleiteten Flüchtlinge sind, die heute schon nach Thessaloniki gebracht wurden, sondern bei den anderen, die dort heute in dieser Stunde unter freiem Himmel schlafen. Da sagt die griechische Regierung, wir sagen es Ihnen klipp und klar, Sie werden nicht wegen des Feuers die Insel verlassen, das können Sie vergessen. Was soll dann mit diesen Menschen passieren? Ich bin nicht die griechische Regierung, aber es ist jederzeit möglich, in diese Verfahren einzutreten und zu sagen, okay, wir nehmen ein Kontingent auf und schließen das Verfahren in einem anderen Land ab. Das aber ist die möglich. Griechische Regierung will sie Ihnen nicht geben, weil sie sagt, wenn sie jetzt Flüchtlinge weiterschickt, dann kommen neue nach. Das ist ein beliebtes Argument und absolut zynisch. Auch der Außenminister hat es gestern gebracht. Das ist eine Ausrede, eine bequeme Ausrede, um nicht helfen zu müssen. Und man kann, es ist absolut zynisch zu sagen, da sollen halt ein paar Tausend leiden, damit nicht mehr kommen. Wir sind verpflichtet, menschlich dazu verpflichtet, diese Menschen zu unterstützen und ihnen menschenwürdige Bedingungen zu geben. Aber Österreich hat im EU-Vergleich laut UNHCR sehr, sehr viele Flüchtlinge aufgenommen. Nur Schweden und Malta haben laut UNHCR proportional in den letzten 10 Jahren mehr aufgenommen. Warum muss Österreich da jetzt wieder Flüchtlinge aufnehmen? Was heißt müssen? Wir haben ganz viele Gemeinden und auch die Stadt Wien, die angeboten haben, dass sie Platz frei haben, dass sie bereit wären, Flüchtlinge aufzunehmen. Im Übrigen auch ÖVP-Bürgermeister. Also es ist nicht so, dass hier die Partei in ihrer Linie geeint wäre. Und diese Gemeinden, dieses Angebot sollte man doch nutzen. Wir sind ein reiches Land, wir haben die Kapazitäten, wir haben die Infrastruktur. Warum nicht? Gut, die ÖVP will das nicht. Wenn die ÖVP bei diesem Nein bleibt, was passiert dann? Wie gesagt, Sie wissen, wir haben keine Mehrheit im Parlament, es gibt viele andere Dinge, die wir tun und Hilfe vor Ort, jede Hilfe ist besser als keine, aber wir werden weiterhin diese Diskussion führen. Aber macht Österreich tatsächlich vor Ort genug? Ich habe mir heute die Zahlen vom UN-Flüchtlingshochkommissariat schicken lassen, von der UNHCR. Und wir haben da eine Grafik vorbereitet. Das sind die Überweisungen der Länder ans UNHCR. 6,9 Millionen Dollar von Österreich heuer. Die Schweiz, glaube ich, ganz gut vergleichbar, hat 36 Millionen Dollar überwiesen und Deutschland sogar 398 Millionen Dollar. Das ist selbst mit diesem 1:10-Schlüssel zwischen Österreich und Deutschland deutlich mehr. Mhm. Die Bundesregierung hat jetzt angekündigt, nicht eine weitere Million aus dem Auslandskatastrophenfonds zu überweisen, aber ist das nicht alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein, vor allem auch im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern? Das ist richtig. Wir haben in Österreich seit Jahrzehnten eine sehr, sehr niedrige Summe im Auslandskatastrophenfonds, in der EZA, in der Entwicklungszusammenarbeit. Und es ist ein Teil des Regierungsprogramms, dass diese Mittel aufgestockt werden. Die sind bereits aufgestockt worden bei der letzten Budgeterhöhung. Das ist ein schrittweiser Prozess. Das ist aber nichts, was man in einer einzelnen Regierungsphase ausmerzen kann, das Versagen vergangener Regierungen in diesem Bereich. Selbst die Firmenstiftungen hinter IKEA oder Lego überweisen dem UNHCR 100 Millionen Euro und ein reiches Land für Österreich nur 6,9 Millionen Euro. Was ist eine grüne Regierungsbeteiligung wert, wenn da nicht mehr Geld in die Flüchtlingshilfe geht? Also eine grüne Regierungsbeteiligung ist sehr viel unterschiedliche Dinge wert. Wir haben noch viele andere Themen zu bearbeiten, die Klimakrise, die Wirtschaftskrise. Wir haben auch noch diese kleine Pandemie, mit der wir uns gerade beschäftigen. Also da gibt es viele Dinge, in denen wir performen müssen. Die Unterstützung für das UNHCR ist uns ein Anliegen und auch die Mittel, die jetzt bereits mehr geflossen sind, auch heuer, gehen auf unser Engagement zurück. Aber all diese Dinge, die wir jetzt besprochen haben, werden politisch, realistisch so enden, dass nichts passieren wird. Die ÖVP wird wohl ihr Veto nicht aufgeben. Und als Grüne können Sie dann nur sagen, ja, Pech gehabt, was sollen wir tun? Das werden wir sehen. Wir sind hier durchaus kampfesbereit. Aber wie wollen Sie kämpfen? Wir werden, also es sind ja nicht nur wir, es sind ganz viele Institutionen, der Bundespräsident, die Caritas, die Bischofskonferenz, der Kardinal, die Diakonie, die Bürgermeister, auch der ÖVP selbst, die sagen, nein, Moment, wir müssen hier unterstützen und wir müssen helfen. Und ich hoffe, dass die Diskussion dazu führt, dass die ÖVP ihre Position hier ändert. Wie gesagt, ich nehme auch wahr, dass hier mit diesem Menschenrechtsthema Wien-Wahlkampf betrieben wird. Also die Art und Weise, wie Herr Blümel und auch wie Herr Schallenberg hier auftreten, ist ziemlich eindeutig. Und jedenfalls, also mindestens nach der Wien-Wahl muss sich da was bewegen.
Okay. Zum Schluss würde ich gerne auch über die Pandemie, die Sie schon angesprochen haben, mit Ihnen sprechen. Da gibt es nämlich diese Corona-Ampel, über die wir heute schon gesprochen haben, allerdings ohne echte Gesetzesgrundlage. Die soll erst in 2 Wochen im Parlament beschlossen werden. Zurzeit passiert das über Verordnungen, die der Gesundheitsminister beschließt. Was hält denn die grüne Klubobfrau davon, dass eine Ampel eingeführt wird ohne echte gesetzliche Grundlage? Naja, das ist ja nicht richtig. Also die jetzigen Verordnungen sind alle logischerweise basierend auf Gesetzen, auf dem Epidemiegesetz. Das ist eine gesetzliche Grundlage, die werden wir mit weiter verbessern. Es ist zum Beispiel nicht ganz unumstritten, ob der Gesundheitsminister regional unterschiedliche Maskenpflichten verordnen kann. Das ist nicht ganz klar, deshalb kommt ja auch das Gesetz. Es gibt einen Grund, warum dieses Gesetz kommt. Genau. Das macht man ja nicht aus Jux und Tollerei. Momentan gibt es diese Grundlage nicht. Ist das nach einem halben Jahr, nach Start der Pandemie, tatsächlich opportun, dass eine Ampel eingeführt wird, bevor das Gesetz da ist? Naja, opportun ist, Rudi Anschober hat uns bis hierher, und das wird auch weiterhin mit Ruhe und Sachlichkeit durch diese Krise geführt. Die Ampel ist ein Instrument, das sehr wichtig ist, das auch von allen Expertinnen begrüßt wird. Es werden jetzt schrittweise die nächsten Verbesserungen implementiert. Wir werden am nächsten Montag den Initiativantrag, also das neue Gesetz, einbringen und dann auch beschließen. Aber das hätten Sie ja schon über den ganzen Sommer machen können. Das Parlament hätte da ja die Begutachtungszeit, all das schon im Sommer machen können. All das hätte ja früher passieren können. Warum ist es dann nicht? Es war ja auch im Sommer in Begutachtung, Herr Tür, wie Sie wissen. Und die ganzen Stellungnahmen, die dort eingegangen sind, sind jetzt durchgeackert worden. Ich glaube, es waren 5000. Diese Änderungen wurden in diesen Gesetzestext eingearbeitet und er wird nächste Woche im Parlament eingebracht. Gut, die Opposition kritisiert dennoch, dass es zu lange gedauert hat, sagt, sie hätten Zeit mit, Zitat, unzähligen Pressekonferenzen und Reden verplempert. Sie brauchen aber die Opposition, nämlich wenn sie das Gesetz rechtzeitig noch fertig haben wollen. Es muss nämlich durch den Bundesrat, SPÖ und FPÖ könnten es dort dann blockieren. Wenn sie die Opposition vorher eingebunden hätten, hätten sie danach vielleicht nicht die Zeit verloren, oder? Also die Opposition ist sich auch, ist sich sowieso grundsätzlich nicht einig. Also die FPÖ lehnt das alles sowieso grundsätzlich ab, weil sie eher Verschwörungstheorien anhängt. Aber mit der SPÖ hatten wir immer gute Gespräche und auch die SPÖ-Landesrätinnen, die Zuständigen, begrüßen ja auch die Ampel. Und ich bin dementsprechend zuversichtlich, dass wir auch hier zu einem guten Prozess finden. Es gibt am Montag Klubobleute-Runde, es gibt die gemeinsame Sitzung und es wird eine Ausschussbegutachtung des neuen Gesetzestextes geben. All das sind Dinge, die bereits abgesprochen und vereinbart sind zwischen den Fraktionen. Also Sie rechnen nicht mit einem Veto der SPÖ? Ich denke, dass auch die SPÖ hat ja selber gesagt, sie hat sehr kritisiert den ursprünglichen Entwurf. Viele ihrer Bedenken sind eingearbeitet worden und jetzt geht es nochmal in eine Ausschussbegutachtung und dann werden wir es beschließen. Frau Maurer, vielen Dank für den Besuch im Studio. Gerne. Und damit verabschieden wir uns schon jetzt. Ja, da muss ich her. Und damit verabschieden wir uns schon jetzt von allen Zuseherinnen und Zusehern auf Dreisat. Liebe Grüße aus Wien. Und wir zeigen Ihnen gleich noch, warum eine Filmemacherin einen ganzen Dokumentarfilm der südburgenländischen Gemeinde Pinkerfeld gewidmet hat, nach weiteren Meldungen vom Tag. Im Ibiza-Untersuchungsausschuss ist heute der ehemalige ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger befragt worden. Er hat erneut bestritten, dass er geholfen habe, den von der FPÖ nominierten Peter Siedlow als Casinos-Finanzvorstand zu installieren. Gegen Löger wird auch strafrechtlich ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Wien hat die Suchtgiftermittlungen gegen den Vorstand der verstaatlichten Holding ÖBAG, Thomas Schmidt, eingestellt. Die Ermittlungen gegen Schmidt in der Casinos-Affäre, hier geht es um Postenbesetzungen und Glücksspiellizenzen, laufen weiter. Im Fall des mutmaßlich mit Novichok vergifteten Kreml-Kritikers Alexei Nawalny verdächtigt US-Außenminister Mike Pompeo nun hochrangige russische Regierungsmitarbeiter, den Giftanschlag angeordnet zu haben. Es habe sich um den Versuch gehandelt, einen Dissidenten zu vergiften, so Pompeo. Moskau weist den Vorwurf als inakzeptabel zurück. In den USA brennt es mittlerweile schon in allen 3 Westküstenbundesstaaten. In Kalifornien, Oregon und Washington gibt es Dutzende Brandherde. Allein in Kalifornien sind 14.000 Feuerwehrleute im Einsatz. Wegen Rauch und Asche hat sich der Himmel über der Millionenmetropole San Francisco orange gefärbt. Heute wurden die 20. Amadeus Austrian Music Awards verliehen, aufgrund der Pandemie diesmal nicht live, sondern im Rahmen einer TV-Sendung auf ORF1.
Sänger Voodoo Jürgens gewinnt den Amadeus für das Album des Jahres. Der Preis für den besten Song geht an das Dialekt-Duo Seiler und Speer. Mit dem Amadeus für das Lebenswerk wurde André Heller ausgezeichnet. Schau, Lebenswerk. Die aus der Serie mit Schirm, Scham und Melone bekannte britische Schauspielerin Diana Rigg ist tot. Große Erfolge feierte sie mit Shakespeare-Theaterstücken, aber auch mit zahlreichen Film- und Fernsehrollen, etwa in Zeugin der Anklage, Das Böse unter der Sonne oder zuletzt in Game of Thrones. That's good. In Memoriam Diana Rigg endet der ORF sein Programm und zeigt kommenden Sonntag um 23.55 Uhr in ORF 2 den Film Das Böse unter der Sonne. 5.924 Einwohner hat Pinkerfeld. Dazu 5 Tankstellen, 8 Supermärkte und ein Stadtmuseum. Der ziemlich durchschnittlich klingende Ort hat seit 2016 aber große internationale Aufmerksamkeit erhalten als Heimatort des freiheitlichen Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer. Die Filmemacherin Elke Grohn hat den Ort in ihrer Doku Der schönste Platz auf Erden nun porträtiert. Es geht um die Gemeinde und nicht deren berühmtesten Bewohner. Dazu passend der Untertitel Kein Film über Norbert Hofer. Julia Fellerer hat ihn gesehen. Der schönste Platz auf Erden, das ist das Heimatland. Pinkerfeld im Burgenland, das verschlafene sozialdemokratisch regierte Städtchen mit seinen 5.500 Einwohnern, erlebt 2016 eine wahre Invasion der Medien. Is this the Austria that you want to preserve? Yes. This should be the Austria I would like to preserve. Bis zu 100 Kamerateams belagern vor dem Präsidentschaftswahlkampf die Kleinstadt, denn mit Norbert Hofer hat zum ersten Mal ein Rechtspopulist Chancen auf dieses Amt. Die Pinkerfelder waren total entsetzt von den Medien. Also die fühlten sich da irgendwie vernadert. Sie haben das Gefühl gehabt, man will sie als Nazi-Bevölkerung hinstellen und wollten prinzipiell mit den Medien nichts zu tun haben. Filmemacherin Elke Grön schafft es mit langen Gesprächen, das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen. Sie möchte wissen, wie die Menschen in Pinkerfeld denken, wovor sie Angst haben und wie es ist, sich zur FPÖ zu bekennen. Ja, man hört ja in den Medien immer, also die Blauwähler sind ungebildet und haben keine Ahnung und wir sind rechtsradikal und fremdenfeindlich und was weiß ich, was nicht alles. 70% der Pinkerfelder haben Hofer gewählt. Grön hört den Menschen zu. Im Wirtshaus, in der Disco, beim Wahlkämpfen. Was steht auf dem Schloss? Sicher ist sicher. Die Doku liefert ein politisches und gesellschaftliches Stimmungsbild einer Kleinstadt, die zwar politisch divers ist, aber nicht entzweit. Ich sehe die Pinkerfelder nicht als gespalten, prinzipiell. Also das hängt schon auch, glaube ich, mit dem Burgenland zusammen. Man ist wahnsinnig um Zusammenhalt bemüht und auch so, wie es in der Gemeinde abläuft. Ja. Man versucht immer einen Konsens. Man hat auch, also auch wenn heftig diskutiert worden ist in der Zeit, man hat dann schon wieder versucht, sich zusammenzuraufen. Die Doku Der schönste Platz auf Erden ist ein Stück Zeitgeschichte und ein Blick in die Provinz, der, so die Filmemacherin, auch die Politik meist zu wenig Aufmerksamkeit schenkt. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten, nicht nur für Pinkerfeld. Der Spätsommer hat im Alpenraum Einzug gehalten und so schnell wird er auch nicht weichen. Etwas frischer ist es im Norden. Werte um und über 30 Grad finden wir weiterhin rund um das Mittelmeer. Morgen lösen sich Frühnebel rasch auf und es wird überall sonnig, wenn auch nicht ungetrübt. Wolkenfelder ziehen durch und nach Westen hin entstehen einzelne Schauer. Höchstwerte 22 bis 28 Grad. Ganz ähnlich verläuft der Samstag mit Sonne, Wolken und einzelnen Schauern. Überwiegend sonnig und sehr warm präsentiert sich der Sonntag. Und hier auf ORF 2 geht es jetzt weiter mit dem Wirtschaftsmagazin Eco und Dieter Bornemann. Auch bei uns geht es um die steigende Anzahl von Corona-Infektionen und die neue Ampelregelung. Konkret, was bedeutet Gelb, Orange und Rot für unser Einkaufsverhalten und für den Handel? Dann berichten wir über die Aufregung im steirischen Spielberg wegen der Insolvenz des Traditionsbetriebes ATB und die Veränderung in der Arbeitswelt, wie wir zwischen Homeoffice und Großraumbüro pendeln. Jetzt gleich in Echo nach der ZIP 2. Danke, Dieter Bornemann, das war die Zeit im Bild 2 am Donnerstagabend. Wir melden uns morgen wieder. Auf Wiedersehen.